So, ich sag einfach mal herzlich willkommen zu unserem neuen Video, weil in das letzte Drohnenvideo kommt das jetzt auf jeden Fall nicht mehr mit rein. Das wird wahrscheinlich ein neues Drohnenvideo. Und es wird komplett in 4K. Wir filmen jetzt auch alles, also die Drohnenaufnahmen sowieso, aber auch das hier jetzt in 4K. Nicht wundern, dass ich hier wieder so rumwackel. Ich habe den Kleinen hier im Kinderwagen vor mir. Und funktioniert es nicht? Bis jetzt so wie ein Ach jeder du andere. Scheiße. Also auf jeden Fall ist hier der Philipp mit der Drohne und der Fernbedienung. Und wir wollten eigentlich gerade fliegen. Hallo. Wir haben uns hier so eine schöne Startrampenwiese, was auch immer, ausgesucht. Es ist super Wetter. Aber das Problem ist gerade, dass die Drohne das macht, was die kaputte Drohne auch gemacht hatte, zu dem Zeitpunkt, wo wir die halt zum ersten Mal testen wollten, und da ging es halt nicht. Die Drohne ist ja schon geflogen, das habt ihr auch schon gesehen. Deswegen wundert es mich jetzt gerade. Kamera wird nicht fliegen, weil ich hatte die ja schon, die Motoren alle schon laufen. Und so. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken. Wir sind halt jetzt hier extra hierher gefahren, weil hier ist eigentlich auch relativ ruhig. Also jetzt kam ja gerade der Mann vorbei, aber ansonsten ist hier ruhig und man kann hier schön fliegen. Und hinter uns ist, also hier, ist ein Berg. Und das sieht bestimmt richtig cool aus, wenn wir jetzt hier so filmen. Also wir fliegen nach vorne und dann sieht man hinter uns diesen übelsten Berg. Auf dem waren wir auch schon wandern. Ja, und dann sieht man das so. Mal sehen. Wenn es funktioniert, würde ich auch mal fliegen. Hier sind ja die Bäume jetzt, nein, nicht so nah. Mal gucken. Aber ja, wir. Kann eigentlich nicht sein, dass es schon wieder nicht geht. Du guckst noch mal, ob hier auch wirklich in so eine Flugzone. Weißt du? Ja. Ah, schon besser. Jetzt geht's? Ja. Okay, dann wird der Philipp jetzt erstmal fliegen und ich will nämlich Aufnahmen hier von diesem Berg und sowas haben. Und ja, ich würde dann einfach mal fliegen, weil ich noch nie in der Drohne Ist geflogen bei GPS bin. noch so teuer, weil es einfach schlechte GPS ist? Super, wegen dem Berg wahrscheinlich. So, die Drohne fliegt und guckt jetzt auch zu uns. Und es funktioniert erstmal alles, klingt auf jeden Fall gut. Und wir machen jetzt ein Foto. Ich habe keine Ahnung, ob ihr die Drohne seht. Wir haben auf jeden Fall gerade so gefilmt, den Berg, genauso wie ich das halt haben wollte. Mich begeistert sowas irgendwie, wenn man also praktisch von, naja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so eine Aufnahme. Wir stehen halt hier am Fuße des Berges und dann guckt die Drohne eben über den Berg hinaus, sozusagen, dass man voll sieht, wie das Gelände hier bei uns aussieht. Da oben sind irgendwelche Vögel, aber die sind viel niedriger als die Drohne. Also, da kommen Leute mit dem Fahrrad, Alter, hier ist was los. Wir haben unsere maximale Flughöhe erreicht. Wir sind irgendwie begrenzt, scheinbar auf 120 Meter oder so. Und der Philipp macht ein Panorama, zumindest habe ich ihm gesagt, oder er versucht, ich weiß nicht, fotomäßig scheinbar. Ich weiß nicht, oder ob das mit Film, wie das auch immer funktioniert. Und der Kleine ist jetzt wieder eingeschlafen, das ist auch ganz cool. Er hat sich gerade beschwert, als wir da standen und Selfies gemacht haben. Und jetzt schläft er auf jeden Fall wieder. So, jetzt filme ich auch. Und jetzt fliegt gerade die Hanna. Und da ist die Drohne. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was sieht bei der Sonne. Wahrscheinlich nicht. Wenn du den rechten oberen Schalter zu dir ran machst. Nein, ich lasse es lange gestellt. Okay. Du meldest dich doch an der Akku. Weiß ich nicht, müsste eigentlich theoretisch. Habe ich hier irgendwie Schildkröten? So. Ja, du hast Schildkröten. Willst du schneller? Weiß ich nicht. Das ist ja ganz schön lahmarschig. Gibt es irgendwelche Zwischenstufen? Ja, yeah, du kannst ganz viele Zwischenstufen machen. Aber musst.
bleib am besten dazu stehen, um das zu ändern und probier dann ganz zart die anderen Modi aus. Wo macht man das? Den hier hinten nach oben ziehen. So, jetzt ist da, jetzt wäre das der allerschnellste. Nee, will ich aber probier nicht. Mal, aber wie er dann reagiert. Drück mal spaßeshalber ganz schnell hin und her oder ja, in eine Richtung und in die andere. Dann kannst du es testen. Und du, oder du schiebst den einfach wieder auf eine Zwischenposition. Welcher denn? Ach, den da. Und den machst du auf die Mitte oder so und dann hast du diesen irgendwas zwischen Schildkröte und Hase. So, ich weiß noch nicht, warum, was ich hier noch erzählen soll oder so. Auf jeden Fall bin ich Hanna, da kommt ein Mensch mit Hund. Akku leer? Nee, er sieht irgendwelche Hindernisse auf 2 Meter Entfernung. Fliegt man noch weiter zurück? Nee. Der will, nach hinten. Nicht, der will nicht mehr. Gar keine Richtung? Nur nach rechts und links. Nee, jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Wer weiß, was er gerade gesehen hat. Vielleicht ist eine Fliege gegengeflogen oder so. Ja, oder der Akku ist leer. Nee, war ja RealSense angezeigt, gerade eben. Ach, aha. Die Einpacksensoren. Ach, wenn es die zeigt, dann. Ist es wahrscheinlich, sieht er was zu nah ist, ja. Ja, das waren ja wir wahrscheinlich gerade. Aber da auch nicht auf 2 Meter. Aber ist auch egal.